Leute, wir haben wieder an der Zeit. Eine Küche gekauft. Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank. Es geht wieder weiter mit Tischvideos, denn jeden Sonntag kommen jetzt neue Tischvideos heraus. Und wir haben es gesagt, es gibt neue Sachen, fette Sachen, coole Sachen. Checkt es unbedingt aus, es wird crazy. Absolut crazy. Oh, wer ist das denn? Meine Güte, das ist ja Glumux. Was, wo gibt es dich zu holen? Und ja, schau mal. Warte mal, das ist aber... Oh, das ist eine Fehlproduktion. Das ist mein Kollege. Oh nein, das ist eine Fehlproduktion. Also eigentlich guckt Glumux immer so, aber irgendwie haben sie da den Mund falsch genäht. Falls ihr mal bei euch zu Hause im Backofen guckt, dann findet ihr dort... Hey, das gleiche nochmal mit Aerosol. Was machst du denn da? Okay, Leute, unter shop.aerosol.de gibt es neue Produkte, da könnt ihr ebenfalls vorbeisehen. Und wir legen jetzt los. Was machen wir eigentlich? Ich bin heiß oder kalt. Heiß oder kalt? Stimmt, das haben wir gerade eben gesagt. Erste Runde! Okay! 3, 2, 1. Was? Oh mein Gott, nein, ich hab's heiß. Nein, Lars. Yeah! Nein! Wie soll ich das denn jetzt essen, Mann? Das ist auch gefrorene Milch, ne? Oh Mann! Doch, da geht einer ab. Doch, ich hab einen. Aber... jetzt muss ich das Ding ja heiß machen. Dafür, meine Damen und Herren, haben wir hier... Hello there. Moment, ich guck hier noch weg. Ich hab eine bessere Idee als der Backofen. Benutzt den Wasserhahn. Weil wir haben hier nämlich einen Wasserhahn, der nicht nur warmes Wasser machen kann, sondern... extrem heiß! Okay. Komm, mach die Fruity Loops! Ah! Mach was du machst, ich kann das nicht. Ah, oh. Oh mein Gott, die heißen Fruity Loops! Alter, die knistern voll. Hier, Mann, das sind die heißen Fruity Loops. Oh! Das wird mal richtig heiße Fruity Loops. Die kochen. Na dann, Lars, probier mal. Boah, die stinken, ich mag die nicht. Es gibt so viele, die mögen ich nicht. Alter. Sie sind eine Suppe. Das kannst du im Leben nicht essen. Schmeckt gut. Schmeckt absolut heiß. Und damit in die nächste Runde. Okay, die Karten sind neu gemischt. Was für neu gemischt? Ich weiß nicht, was wo ist. Ich habe einfach gemischt gerade. Warum bist du derjenige gewesen, der das hier gemischt hat? Warum schwitzt du so stark? Warum schwitzt du so? Also nehme ich jetzt einfach das. Du kannst auch das nehmen. Einfach so. Okay, dann nehme ich das. Okay. Nein, ich will das nicht. Willst du das haben? Ich weiß nicht, was drunter ist. Ich nehme das. Okay. 3, 2, 1. Ja! Nein! Ja, aber du hast dann einfach nur so eine Suppe. Also warte mal, in den Ofen. Lars, kurze Frage. Gehe ich jetzt gerade ein Eis backen? Mach ich das? Back dir ein Eis! Ich back mir jetzt ein Eis! Also Leute, ich zeig euch mal, wie man so ein Eis backt, währenddessen du dein Eis genießen kannst. Weil ich esse mein Eis nämlich immer gerne warm. Das ist nämlich so ein Ding von mir. Ah ja. Ich empfehle dafür lässige 1 Minute 20. Mit allgemein Eis. Ah ja. Oh mein Gott, das tut so weh. Oh nein, ich kann da nicht hinsehen. Ich mag mir gerade ein Eis, Mann. Wenn du, weißt du, es ist nämlich so, wenn der Backprozess fertig ist, der Backprozess ist dann fertig, wenn der Stiel komplett drin schwimmen kann. Okay? Leute, nochmal an der Stelle, nicht zu Hause nachmachen. Naja, eigentlich kannst du dir auch schon zu Hause ein Eis backen. Also wie so ein Vollidiot. So schlimm ist es nicht. Wie so ein richtiger Vollidiot einfach. Ja, genau! Alter, das dampft! Okay. Nice, nice, nice. Muss ich schon sagen. So. Ah, oh, Junge! So sieht ein gebackenes Eis aus. Und so sieht ein Gewinner aus. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Ich esse jetzt mein Eis, Mann. Lass mich in Ruhe. Mann, ess mal dein Eis. Hey, das ist mein Eis in Ruhe. Das schmeckt nach Flutschfinger. Ja doch, weißt du was? Schmeckt voll nice, Alter. Schmeckt echt gut. Mmh.
oh mein Gott, das musst du unbedingt auch mal machen. So ein geschmolzenes Eis schmeckt genauso wie ein richtiges Eis, nur geschmolzen. Oh, ich bin, glaube ich, so Competitive Eater. Das war gerade das schnellste Eis, was jemals so gegessen wurde. Oh, yeah! Nächste Runde! Mama! Nein! Ich nehme deine Seite. Was? Nein? Dazu, ich nehme deine Seite. Okay, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 3, 3. Nein! Aber ich habe eine heiße Banane. Und? Ey, aber wieso sieht die so komisch aus? Guck mal, wie die... Nein, nein, nein! Oh, oh. Was ist das denn? Mach die mal auf. Wie soll ich die denn aufmachen? Mach mal auf, versuch mal. Hey, warte, du musst die ja erstmal warm machen. Also legst du deine erstmal in den Ofen? Ja. Ja, dann mach die mal im Ofen warm. Das ist interessant. Okay, also ich mach die mal mit der Hand auf. Ich brauche Spezialwerkzeug. Okay. Anderes. Anderes? Anderes. Ja, das ist das, was ich habe. Okay. Mal warte, stopp. Ich säg einfach nur eine Banane auf, ne? Lässig. Yeah! Ich hab sowas noch nie gehalten. Ey, das ist wie... Oh, die warme Banane. Oh mein Gott, das stinkt übelst. Oh nein. Oh nein, oh mein Gott. Alter, die ist einfach am Dampfen, Mann. Boah, oh mein Gott, das stinkt so hart. Hä, warum stinkt das so? Boah, das stinkt überhart. Also auf der einen Seite sehen Sie heiße Banane. Oh mein Gott, das stinkt so brutal. Ich deine Banane, Mann. Gib mir mal kurz das Werkzeug, ich muss eine Banane schneiden. Nein, du kannst deine Banane nicht damit schneiden. Wieso? Hä, ich kann das nicht mal schälen, das geht gar nicht. Mann, was ist das heute für eine Folge, ey? Boah, das ist ja sogar eine Spülmaschine. Ich wusste das nicht mal. Mann, wo gibt's denn in dieser Küche hier Messer? Ich mach das jetzt hier auf. Boah, wie ein Arzt. Ja, ja. Ich habe ganz viele App-Games gespielt. Oh mein Gott. Wie schmeckt deine Banone? Geschissen. Wirklich. Alter, guck mal, was ich mit meiner Banane... Wow, ich bin ekelhaft. Was machst du da? Ich schäle gerade meine Banane, was dagegen war. Gerade ganz gefasst. Chill, ich da hoch. Ganz einfach. Jetzt nur noch genießen. Oh. Ist nice? Oder irgendwie alt. Nice. Das muss in deinem Mixer werden. Wir haben Bananen-Eis. Oh. Hä, Lars sagt nein zu Bananen? Geht echt. Also ihr braucht einfach nur so eine Fuchsschwanzsäge, einen Helm und eine Schutzbrille, dann kriegt ihr die kalte Banane auch wieder auf. Wir gehen in die nächste Runde. Was für einen Spülmaschinengang muss man da eigentlich wählen? Den scharfen. Ah, okay. So! Nächste Runde! Nächste Runde! Okay, ich bleib bei meiner Seite. Aber ich will deins. Was? Ja. Warum? Ich hab gesagt, ich bleib bei... Okay, dann nimm du deins. Ah. Okay, nimm du. 3, 2, 1, go! Mist. Jawohl! Ja gut, du hast einen geilen. Aber der ist ein tiefgefroren. Richtig kalter Schokopinguin. Kinderpinguin. Mach ich die Verpackung ab? Vorher? Nee, du musst ihn essen. So, guck mal, wie nice. Wie nice. Ich den jetzt einfach. auch tief. Ja, wobei, der ist ein bisschen härter als normal. Ich geh rein. Warum machst du den nicht da? Warum ist der so gefährlich, dieser Wasser? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das stinkt auch voll. Nein. Ich hab das gar nicht gesehen. Komm. Ich hab das gar nicht gesehen. 3, 2, 1. Oh, das sieht mir nach einem richtig guten Kinderpinguin aus. Ey, ich sag's euch, das stinkt alles richtig abartig. Das riecht eigentlich wie verbrannter Kinderpinguin. Heb mal hoch, mit mir so an der Stange. Oh, nicer Kinderpinguin. Das schmeckt so ekelhaft. Wir machen so ein ekelhaftes Zeug. Ich brauche mir ein bisschen mehr so. Nee. Hä? Willst du erstmal nicht? Voll abarbeiten. Heiß! Ich hasse dich. Okay.
Ich nehme... Warte, es hat geklingelt. Ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Warte, ich nehme meinen, es hat geklingelt. Okay. Wer war da? Post. Post? War nur Post. Ich nehme meins. Und du nimmst deins. Gut, ich nehme meins. Okay, dann mal los. 3, 2, 1. Oh mein. Oh mein Gott. Oh mein. Nein! Hä, hey, warte mal. Das war eigentlich meine Mann! Oh, ich meinte. Und deswegen mache ich mir jetzt erstmal meinen Burger warm. Viel Spaß. Das ist ein Burger? Oh nein! Also den kannst du nicht essen. Das ist einfach mal ein Big Mac gewesen. Aber ich schwöre dir, der ist salzig. Boah, ist der salzig. Boah, schmeckt komisch. Ui, das schmeckt richtig komisch. Mir wird irgendwie schon wieder so schlecht. Ich hol diesen Burger jetzt. Oh ja, hau den mal auf. Warte mal. Nimm mal hier so eine Schale. Mach mal da heißes Wasser. Ich hol mir diesen Burger! Ah, es funktioniert! Ah, es ist heiß! Oh mein Gott! Währenddessen genieße ich einfach meinen Burger. Nice. Boah. Auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach einen gefroren. Der Burger ist nicht mal gefroren normal gewesen, sondern der war einfach unter Wasser gefroren, Mann. Der, als ob. Was macht ein Burger im Wasser? Was ist das? Und warum kann diese Schale nicht von alleine stehen? Was ist das? Na, ist ja kein Bock mehr. Boah, schmeckt der lecker! So. Hey Leute, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Boah, der ist richtig lecker, Mann. Sagen wir jetzt Tschüss oder ist die Folge einfach vorbei? Tschüss. Okay, ciao Leute.